Hi Leute, willkommen zurück im Team Rocket Versteck in Mahagonia City. Wir sind hier mit Gary und unserem Pokémon-Team und Gary scheint irgendwas im Schilde zu führen. Was hast du denn nun schon wieder hier verloren? Du musst wirklich mächtig auf diese Team Rocket Nulpen abfahren. Aber egal, vielmehr interessiert mich dieser Drachenprofi. Meine Pokémon waren für kein Gegner für ihn. Die Niederlage an sich ist mir Schnuppe. Wenn ich erstmal ein paar stärkere Pokémon habe, verliere ich bestimmt nicht gegen ihn. Was mich wurmt, ist, was er zu mir gesagt hat. Er sagt, dass ich meine Pokémon nicht ausreichend liebe und ihnen nicht vertraue. Was ein lauwarmes Gewäsch. Ich konnte mich in den Hintern beißen, dass ich gegen eine solche Memme verloren habe. Und für einen Kampf gegen dich habe ich sowieso keine Zeit. Okay. Danke. Idiot. Wir finden einen Hyperball. Das ist doch schöner als Gary. Gibt beide weit Passwörter ein. Tür wird entriegelt. Das war garantiert Phlegmon Route. Ist das jetzt Giovanni? Willkommen in meinem Versteck, Alexis. Was? Du willst wissen, wer ich bin? Ich bin Giovanni, der große Giovanni. wie jetzt? Ich sehe nicht aus wie Giovanni, wir sehen uns gar nicht ähnlich. Verflixt, dabei habe ich mich doch solche Mühe gegeben und geübt. Es ist Lambda. Ich bin Team Rocket Vorstandsmitglied Lambda. Ja. Hallo Lambda. Du dachtest wohl, du könntest dich in den Transmitterraum einschleichen, ne? Aber da hast du dich verzettelt. Das sind wir nämlich durch ein besonderes Passwort geschützt. Und dieses Passwort lautet Lang lebe Giovanni. Jetzt bist du bestimmt baff, dass ich so einfach verraten habe. Aber das macht überhaupt nichts, denn du kannst damit nichts anfangen. Bevor du das Passwort nämlich nicht mit meiner Stimme aufsagst, rührt sich die Tür keinen Zentimeter. Ja, gut, dann schlagen wir dich jetzt halt zu Klump und schleifen dich dahin. Dein Rettern wird mich bestimmt nicht davon abhalten. Ein Rettern mit Bedroher. Okay. Mache ich mir ja fast in die Hose. So. Was kommt da noch? Ein Slimog. Alles Gift-Pokémon. Ich glaube, ich könnte da mal rauswechseln. Zu Akiona oder so. Feuer mit Feuer bekämpfen ist ja schön, aber Gift mit Gift ist nicht wirklich sinnvoll. Ja, dann war ein Walzer. Oh, ich dachte, das würde mehr Schaden machen. Das Ding wird mich garantiert noch vergiften, oder? Wobei das wäre nicht ganz so dramatisch. Wir haben erstens ein Gegengift und zweitens haben wir den Seegesang, der uns da wieder hochheilen kann. Und der Walzer ist ohnehin schon vorbei. Komprimator. Du feiges kleines Mistvieh. So, was kommt da noch? Noch ein Gift-Pokémon nehme ich an. Ein Nidoking. Ja, es hat Gift-Boden. Das hat sehr schlechte Karten gegen Akiona. Hey, du bist gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Aber Nidoking ist cool. Das passt voll zu Team Rocket. Giovanni hat ja auch eins. So. Oh, Level 5 und 36 für Akiona. Lambda hat verloren und war völlig chancenlos. Vor 3 Jahren löste unser Anführer, der große Giovanni, Team Rocket auf und verschwand. Doch ich bin sicher, er harrt irgendwo nur auf seine Chance für ein Comeback. Die Niederlage gegen dich jedenfalls juckt mich überhaupt nicht. Denn ohne meine Stimme kannst du die Tür zum Transmitterraum nicht öffnen. Ja, lauf halt in die Tür rein, du Idiot.
Gramox. Lang lebe Giovanni. Das Gramox hat Lambdas Stimme perfekt imitiert. Könnte das etwa... Schnappt euch das Gramox! Es darf nicht entkommen. Ist es jetzt hier hoch? Ich glaube schon. Nee, auf die andere Seite. Stehen bleiben! Dieses Mistvieh darf nicht entkommen. Wo ist es? Hier ist es. Lang lebe Giovanni! Wo ist es hin? Hallo, Gramox, wo bist du? Wo ist dieser blöde Vogel jetzt hin? Mal eins hoch, vielleicht? Ah ja. Da ist es ja. Lang lebe Giovanni! Du sollst das vor der Türe sagen. Gramox kreischt das Passwort mit exakt derselben Stimme wie Lambda heraus. Sprachgesteuertes Schloss löst sich. Oh, danke, Gramox. Tschüss, Gramox. Bis später, Gramox. Stehen geblieben! Ist dann das jetzt? Wenn wir zulassen, dass sich ein Balg wie du so aufspielt, wird der Ruf von Team Rocket dadurch immer mehr Schaden nehmen. Das wäre nicht nur schade, sondern eine Schande. Und genau deshalb werden wir hier langsam mal den Schlussstrich ziehen. Du magst noch so stark sein. Wenn du es mit uns beiden gleichzeitig zu tun hast, ist das auch für dich das Ende der Fahnenstange. Zieh's ein. Tut uns leid. Ach so, Siegfried ist auch noch da. Augenblick mal. 2 gegen 1 findet das nicht etwas reichlich unausgewogen. Aber was erwarte ich schon von Team Rocket? Ihr lebt ja von solchen Tricks. Tut mir leid. Aber ich werde auch an diesem Kampf teilnehmen. Nanu, du bist nicht alleine? Das passt mir aber gerade gar nicht. Ihr frechen Rotzlöffel, lasst euch von mir, Giovannis Vertreterin, eins gesagt sein. Ihr werdet noch früh genug erfahren, was mit den Leuten geschieht, die sich Team Rocket in den Weg stellen. Ja, sie werden zugequatscht. Das habe ich schon mitbekommen. 4 Non-Tor und ein Quiekel. 2 Eis-Pokémon. Siegfried hat einen Bibor. Ist ja nice. Ich würde sagen, ich gehe raus zu Akiona und mache einen Surfer. Ach, 4 Non-Tor geht eh für ein Schutzschild. Das ist ja gar nicht so schlimm, dass wir einen Zug verpassen quasi. Oh. Bye bye, Quiekel. Roselia. Kusilla. So, Surfer. Na gut, das dürfte auch schon reichen, um es auszunocken. Das Bibo hat fucking Level 40. Also, es ist nicht nur so, dass wir komplett overlevelt sind. Siegfried ist genauso stark. Also von daher, ich fühle mich wieder besser. Der Eissturm trifft uns beide. Und, ich könnte eigentlich auch für einen Walzer gehen, das wäre auch effektiv. Wenn da nicht das Schutzschild wäre. Bye bye. Ein Schneebedeck. Ja, Bibor und Gifthieb ist das natürlich schon gut. Ich glaube, normalerweise wäre es kein Bibor, sondern ein Dragoran, was er da hat, oder? Aber Bibor hat auch Style. Es ist nur leider schneller als Akiona und ich komme gar nicht zum Angreifen.
Noch ein Quiekel. Auch das wird's nicht überleben. Oh doch. Hey, ja, Kyona durfte doch noch was tun in diesem Kampf. So, Quiekel ist besiegt. Noch ein paar EP zurück. Und Athena ist besiegt. So, ein Jammer. Jemand wie du könnte es bei Team Rocket bis in den Vorstand schaffen. Danke, ich möchte bei euch nicht mitmachen. Ach, und wenn schon. Jetzt, wo unser Sendexperiment geglückt ist, kümmert es mich nicht, was aus diesem Versteck wird. Unsere Sache ist sehr viel größer als das hier alles zusammengenommen. Du wirst schon noch sehen, vor Team Rocket nimmt man sich lieber in Acht. Sieh diesem Tag mit Freude entgegen. Nimm's mir nicht übel, Alexis, du hast dich eben so ins Zeug gelegt, dass ich mich erstmal zurückgehalten habe. Na gut, jetzt müssen wir nur noch dieses seltsame Signal stoppen. Diese Maschine ist an allem schuld, aber ich finde nirgendwo einen Schalter. Dann gibt es nur einen Ausweg. Wir setzen die Elektroball außer Gefecht. Danach sollten auch dieses seltsame Signal nicht mehr gesendet werden. Für diese unschuldigen Elektroball tut es mir natürlich leid, aber uns bleibt eben keine andere Wahl übrig. Alexis, ich kümmere mich um die rechte Seite. Du übernimmst die linke. Okay, wir können einen Elektroball fangen. Das ist schon nice. Ich glaube, die haben die unangenehme Angewohnheit, direkt in die Luft zu fliegen, wenn man sie nicht sofort fängt oder besiegt. Von daher würde ich das jetzt mal mit einem Flottball versuchen. Ich glaube, so eine tiefe Fangrate hat Elektroball auch wieder nicht. Oh, wow. Geht für ein Lichtschild. Also wir müssen es definitiv zuerst schwächen, ha? Gehen wir mal für ein Schlammbad, wobei das wahrscheinlich killt. Naja, es ist ein Static Encounter, also wir können auch die anderen zwei noch versuchen zu fangen. Ah ne, das überlebt's. Oh wow, es kann Walzer. Aber ja, macht natürlich Sinn. Jetzt ist es vergiftet. Das wäre noch etwa 1 bis 2 Züge, bis es stirbt. Ich würde gerne so einen Elektroball haben. Wir haben kein Elektro-Pokémon bisher. Jetzt habe ich keinen Hyperball mehr. Versuchen wir es mit dem Superball. Ja, wir haben's. Cool. Speichert eine riesige Menge Elektrizität in seinem Körper. Es explodiert beim kleinsten Ruck. Okay. Das hat es gerade nicht davon abgehalten, Walzer einzusetzen. Oh nein, ich habe mich verklickt. Natürlich kriegt es einen Spitznamen. Wir werden das nachholen. So, und die werden wir jetzt einfach besiegen. Auch das wird wieder vergiftet. Dann dürfte eine Gewissheit jetzt eigentlich ausreichend sein, um es zu besiegen. So, eins noch und dann haben wir es geschafft. Kreideschrei. Nicht gut.
Schade. Diesmal hat eine Vergiftung gereicht, um es auszunocken. Wenn jetzt ein Finale kommt, habe ich ein Problem. Darum gehe ich jetzt raus zu Mowgli. Der tankt das eher. Ein Funkensprung. Natürlich kriege ich instant die Para. Aber hey, noch kein einziges Elektroball hat sich in die Luft gejagt. Immerhin. Endlich ist dieses seltsame Signal verschwunden. Damit sollte mit dem See nun auch wieder alles beim Alten sein. Das haben wir alles dir zu verdanken. Lass mich dir im Namen aller Pokémon Danke sagen. Ach ja, hier, nimm das doch bitte auch noch. Das habe ich vorhin gefunden, aber ich habe keine Verwendung dafür. Oh, ist das Stärke? A Whirlpool, okay. Bring das einem Pokémon bei, um selbst stürmische Gewässer zu überqueren. Aber ohne den Orden aus der Arena von Mahagonia City wird dir das nicht gelingen. Aufgepasst also. Alexis, man sagt, der Weg zum Pokémon Champ sei hart und steinig. Willst du es denn noch versuchen? Oh, aber ja. Du hast völlig recht. Wer so leicht aufgibt, hätte wohl auch nie vor, seinen Traum zu verwirklichen. Also dann, bis irgendwann mal. Ja, ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt auch mal die Arena vor. Wobei, sind die jetzt hier alle ausgeflogen? Weil dann können wir da noch so ein Item organisieren. Zumindest die Snobilikat-Alarmanlagen sind ausgestellt. Finde ich übrigens richtig cool, die hätte ich auch gerne. Mega locker, ah, okay. So ein Snobilikat in Lebensgröße als HomeKit-fähiger Bewegungssensor, das wäre doch cool. Pokémon Company! Wir hätten gerne ein bisschen Smart-Home-Zubehör. Oh, Julian ruft an. Was will Julian denn? Tag, Alexis. Julian am Apparat. Wie geht's? Neulich habe ich einen Palkia geplättet. Nicht schlecht. Es ist einfach nur da und ließ es über sich ergehen. Na, was soll es auch groß tun? Wir sind ihm zu stark für diese Welt. Hast einen fucking Palkia besiegt. Also hör auf hier groß von sei zu stark für die Welt zu lamentieren. Das ist ein legendäres Pokémon. Natürlich hätte es was tun können. Es wollte wohl einfach nicht. Ah, diese überheblichen Deppen. Ach, seh mal, der Baum ist jetzt abgefackelt. Cooles Detail. Das gab es im Original, so viel ich weiß nicht. So, wagen wir uns mal an die Arena. Mal sehen, was es denn da Schönes zu besiegen gibt. Ich denke, die Arenaleiter, also oder den Arenaleiter, den werden wir wahrscheinlich heute nicht mehr schaffen. Normalerweise gibt es ja Eis-Pokémon. Okidoki. Coole Eisrätsel. Nice. Hey, du da. Um zu Norbert, unserem Arenaleiter, zu gelangen, musst du denken, bevor du losrutschst. Aha. Skifahrerin Helga hat einen Maschok. Wird das hier also eine Kampfarena? Wir werden es sehen. Erstmal ein Schlammbad. Das tut einem Maschok gut. Du bist eh schon pink. Von daher. Oh, eine Vergiftung bist du jetzt auch. Oh, ist keine Vergeltung. Oh. Ja, aber die Level passen hier schon wieder ein bisschen besser. Level 29, das ist okay. Gehen wir mal raus zu Ascardia. Denn wenn du nur Kampfattacken hast, kommst du hier nicht weit. Spukball. Oh, coole Animation.
So, Level 39 für Jesse. Und wir besiegen Helga. Gut, besiegen wir den anderen Deppen hier doch gleich auch noch mit. Diese Pokémon-Arena hat einen rutschigen Boden. Lustig, oder? Aber wir sind nicht hier, um rumzublödeln. Ein Galagladi. Interessant. Also man scheint hier wirklich auf Kampf-Pokémon zu gehen. Dann nehme ich nachher gleich Ascardia an die Spitze. Gute Möglichkeit, sie zu trainieren, aber auch einfach das beste Pokémon für die Art von Pokis, die es hier gibt. Spukball. Fast. Eine Käferattacke, das ist nicht sehr effektiv. So. 600 EP für uns. Und dann kommt ein Lucario. Das ist halt ein Stahl-Pokémon. Und Stahl-Pokémon resisten Geistattacken, so wie ich das in Erinnerung habe. Wir gehen trotzdem mal für die Unheilböen und schauen mal, was das macht. Ja, gar nichts. Ja, die Knochenharz ist natürlich... tut weh. Das vierte war sogar ein Crit. Gut, du bist ein Stahl-Pokémon. Ich könnte dich mit Kampfattacken von Mogli ausnocken, aber das machen wir besser nicht. Wir gehen raus zu Akiona. Er trifft mich mit seinen Stahlattacken eben auch sehr effektiv. Oh, die Knochenharz ging daneben. Das ist doch sehr schön. Surfer. Zwar nicht sehr effektiv, aber es ist ganz normal effektiv. Es ist quasi neutral. So, und damit ist dieses Lucario auch Geschichte. Lakiona erreicht Level 37. Sehr schön. Siehst du jetzt, wie ernst es mir ist? Oh ja. So, wie komme ich denn jetzt hier? Ich müsste ja quasi auf einen von diesen Dingern zum Stehen kommen, oder? Sinnvollerweise. So, so, so. Rüber. Nein. Ich glaube, ich habe die Steine falsch platziert. Ich glaube, die müssen mehr nach da. Genau. So. Ein weiterer Snowboarder. Was denn? Zitterst du etwa? Hast du solche Angst davor, mit mir zu kämpfen? Nein, es ist einfach nur schweinekalt hier drin. Logok. Ach verdammt, ich wollte ja Ascardia nach vorne nehmen, aber gut, das ist jetzt ein Feuer-Pokémon, das ist gar nicht so schlecht, dass wir jetzt noch mit Jesse drin sind. Schnabel. Medici. Ja, also definitiv eine Arena mit Kampf-Pokémon, wie es mir scheint. Zumindest bei den Trainern hier auf der Vorebene. Ob der Arenaleiter selbst dann auch Kampf-Pokémon hat, das werden wir dann sehen. Ein Nocturne. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Nice.
Es wird vergiftet. Aber Louis wurde besiegt. Ja gut, wie geht's denn hier wohl weiter? Ich glaube... wir müssen den Stein da nach oben bewegen. Den hier rüber. Dann so... da oben ist schon der Arena-Leiter. Okay. Zieh dir meinen Parallelschwung an. Du bist ein Skifahrer und du stehst auf Eis. Wieso? Na egal. Maschok. Ach, ich hab schon wieder Kyona vergessen. Askadia. Na gut. Machen wir dann den nächsten Kampf, hm? Kommt so ja auch ganz gut durch. So, Svenja ist besiegt. Ich würde sagen, wir setzen hier noch kurz einen Supertrank ein. Und geben Askadia noch die Beere, die wir noch haben. Dann noch eine Zinelbeere. Nicht so gut wie eine Zitrubeere, aber auch eine Zinelbeere. Kann ganz nützlich sein. So. Runter. Dann lande ich wieder hier. Ich müsste quasi eine Möglichkeit haben, auf dem Stein da oberhalb von mir zu landen. Also ich glaube, das war falsch, was sie gemacht haben. Ah, vielleicht doch so. Hoch, rüber, runter, rüber, hoch, rüber, hoch, rüber. Ja, doch, so passt's. Ich kenne Norberts Geheimnis. Was, du weißt jetzt schon, dass er nachher verlieren wird? Dann weißt du ja gleich viel wie ich. Askadia. Jetzt sagen wir, beginnen mit einem Spukball. Ein Crit und das reicht für Nocturne. Meditalis. Ist das nicht sogar Kampf Psycho? Da müsste ein Spukball instant killen. Oh ja. Und Askadia erreicht Level 35, würde ich sagen, oder? Ja, ja, sehr schön. Nice. Rabautz. Okay. Die Vorentwicklung von Nocturne und Kikli. Aber auch das kein Gegner für Askadia. So, Eddie wurde besiegt. Wir haben jetzt 30 Minuten. Ich könnte es gemein sein und euch den Pokémon-Arena-Leiterkampf erst im nächsten Part geben. Da ich aber ja ein netter Typ bin, machen wir den jetzt noch. Pokémon und Menschen müssen vieles auf die harte Tour lernen. Hör auf den Rat eines Erwachsenen. Ich habe schon Pokémon trainiert, bevor du überhaupt geboren wurdest. Du kannst mich nicht besiegen. Ich, Norbert, der Wintertrainer, werde dir nun meine Macht demonstrieren. Das werden wir ja noch sehen. Drei Pokémon hat er. Und er hat einen Quappo. Das ist durchaus ein Problem.
weil Wasserattacken natürlich sehr effektiv sind gegen Askaria. Also komm, dann gehen wir aber hier raus und gehen auf Akiona. Mit dem Walzer wird es auch ordentlich Schaden drücken. Es wäre für Hypnose gegangen. Wir hätten also angreifen können. Okay, das macht doch nicht... Ah, verdammt, das ist gar nicht effektiv, ich Idiot. Was tue ich denn hier eigentlich, ich Trottel? Wir müssen halt jetzt ein bisschen scouten, was das Ding alles kann. Dafür gehen wir mal raus zu Gary. Überroller, okay. Das ist eine Kampfattacke, also auch das wird Akiona nicht treffen. So viel KP hat, glaube ich, Quapo gar nicht, oder? Also kommt den Überroller, den können wir definitiv jetzt rausnehmen. Den baiten wir jetzt einfach und gehen raus zu Akiona. Ist das nicht mehr Akiona? Askaria natürlich. Keine Wirkung auf Askaria. Unheilböen. Hoffen natürlich auf den. Auf die Statuserhöhungen. Lobstrahl. Ist schmerzhaft, aber lässt sich aushalten. Hypertrank, das ist schlecht. Oh, okay, jetzt zieht's zurück. Lucario. Lucario resistet meine Geistattacken. Wir gehen trotzdem für den Spukball. Einfach mal zu sehen, was das macht. Ist auch nicht gut. Geh mal für Mogli raus. Ich weiß, es ist ein Stahlkampf-Pokémon. Könnte nach hinten losgehen, aber wir versuchen es. Es ist verwirrt, also die Chance, dass es trifft, ist eher. Ist sowieso kleiner als sonst. Wir gehen für einen Fußkick. Natürlich ist es genau jetzt nicht mehr verwehrt, ist klar. Ah. Das Ding hat auch eine Beere. Ich glaube, ich gehe für Gary raus. Und Gary mit der Drachenwut könnte es zuschotten. Oder wir spekulieren auf den Biss. Nee, Drachenwut. Ziemlich auch für uns sicherer. Das überleben wir definitiv. Och Mann, es hat er noch ein bisschen mehr als... Okay, gemein. Kann das Ding auch noch was anderes? Du bist jetzt tot. Also geh sterben. Dieses verfluchte Lucario, ein Kapilz. Kapilz hingegen ist ein guter Gegner. Kampfpflanze. Er ruft es tatsächlich wieder zurück. Thank you.
Ihnen zinkt. Geh nochmal für eine unhalbe Höhe. Ja. Ach komm, was soll denn das? Weil der nächste Spukball würde killen. Muss es halt ein bisschen aufpassen. Ah, das macht etwa 20 Schaden. Hm? Komm schon, Ascardia, wach auf. Gib diesem Idioten den Rest. Was tust du denn? Von 44 runter auf 23. 21 Schaden. Wenn es ein Highroll wird, habe ich ein Problem. Also geben wir jetzt Akiona die Heilung hier mit dem Hypertrank. Im nächsten Zug müsste es eigentlich wieder aufwachen. Spukball. Sehr schön. Aufgewacht, Spukball trifft und nimmt dieses Mistvieh vom Spielfeld. Ah, oh, das gibt ordentlich EP. Sehr schön. Jetzt ist nur noch dieses Kapils und das dürfte eigentlich einen Eissturm nicht überleben. Oh, doch, tut's. Aber nur ganz knapp. Ach so, das Kapils hat keine Angriffe, die mich treffen können. Warum hat er es zurückgerufen? Alles klar. Ja, ja, Top-Genesung, bla bla. High-Roll oder ein Crit und du bist tot. Oh, das war voll ein High-Roll, hm? Bye bye, Kapils. Wir werden dich nicht vermissen. Level 36 für Ascardia. Cool. Und wir besiegen Norbert, den Arenaleiter von Mahagonia City. Dein Können hat mich schwer beeindruckt. Mit deinem starken Willen wirst du alle Widrigkeiten dieses Lebens mühelos überstehen. Du bist dieses Ordens würdig. Schön, wir kriegen den Eisorden. Dieser Orden erlaubt es, deinem Pokémon die Attacke Whirlpool zu erlernen, mit der du selbst rasende Stromschnelle überqueren kannst. Und das hier ist ein ganz besonderes Geschenk von mir persönlich. Darin willst du Hagelsturm. Der kurze Hagelschauer, den diese Attacke verursacht, wird deine Gene ganz schön durchschütteln. Sie verkörpert all das Grauen eines harten Winters. Ah ja. Ja gut. Ich würde sagen, wir haben einiges geschafft in dieser Folge von Pokémon Soul Silver. Und würden uns dann im nächsten Part hoffentlich wiedersehen, wenn ihr mögt. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, würde mich freuen. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao Leute!